Vokale oder Selbstlaute, A, E, I, O, U, und der Rest, ne, den nennt man, die Hortenlaute nennt man Mitlaute oder Konsonanten, B, D, K, L, M, N, die Wüten. Und die gehen bei den jungen Leuten immer mehr zurück. Ja, ist gut, weißt du. Die gehen bei den jungen Leuten immer mehr zurück und die Wissenschaft hat herausgefunden, 5% im Jahr verlieren sie an Konsonanten bei den jungen Leuten. Das heißt, in 20 Jahren gibt es keine Konsonanten, also keine Mitlaute mehr, sondern nur mehr Vokale. Und wo hört man das jetzt schon auf? Hört einmal zu, wenn eine Gruppe junger Menschen einen großen Hit nachgrölt. Da hört man fast keine Konsonanten-Mitlaute mehr, sondern nur mehr Vokale. Was hört man zum Beispiel bei Hey Baby, wenn sie nachgrölen? Was heißt? Hey, 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 hey. Ja, U-A sind sowieso eine Selbstlaute, gell? Oder I wanna know heißt der, aber da hast du If you be my girl. Ja, so zu meiner Frau in der Früh habe ich gesagt, will die Girl sagen, und da habe ich gesagt, jetzt reizt sie nichts mehr mit mir. Und der Tätschner dankt nicht ordentlich, gell? Wird sehen, in 20 Jahren gibt es überhaupt keine Mitlaute mehr. Nur mehr sogenannte Selbstlaute, Vokale. A, I, U. Wo mal Rätsel, was wird das in 20 Jahren verliert sein? Yeah, yeah, A-U. Weißt das du? Was? Yeah, yeah, A-U. Ja, was ist das für dir? Ja, das kenne ich, weil das haben wir zwei Wochen jeden Tag 3 Stunden braucht. Ah ja. Da singen wir jetzt euch vor. Wer drauf kommt, bitte gleich ganz laut herausrufen. Sänger wird auf die Bühne rauskommen und dann wieder schreien Eier, Ei, Aua. Was heißt das? Feuerzeug außer. Und dann wird er weiter singen I, I, A, Ei. Das heißt aber nicht, ich bin ein Ei, sondern griechischer Wein. I, Ei, no way. So wird das werden in 20 Jahren. Wenn ihr seht, gibt es keine Mitlaute mehr, nur mehr Vokale. Ja, jetzt war ich ja schrecklich, weil man die ganzen Vokale da. Vokale! Nur die Konsonanten bleiben. Konsonanten heißt das! Ja, ja, gesagt. Ich wollte bei dem Sierra Madre zum Beispiel nur die Konsonanten. Stellt euch vor, wenn die Sierra Madre nur mit den Mitlauten gesungen wurde, wie das klingt. Hast du einen Lungenbrotschen? Ja, der Lungenbrotschen ist oh, das schreibt mich mit H, das H habe ich gesungen. Nein, das war nichts, da kann man der Sänger auf die Bühne aus und dann sagen, Flitzigs. Ja, Feuerzeug aus und dann nicht mehr. Nein, unsere Sprache besteht aus Mitlauten und Selbstlauten und ich werde kämpfen, dass die erhalten bleiben und ich weiß ja schon, was ich mache. Ich werde präventiv Konsonanten einführen. Also präventiv willst du einführen? Schau dir das aus, aber ich glaube, du dir verhalten. Präventiv vorbeugend einführen. Also vorbeugend einführen. Sicher. Geht schon. Ist das nicht gut? Hätte ich nicht los, hätte ich zusammengezwickt. Und wie schaut meine Prävention aus? Ich werde eine alte Geheimsprache einführen. Wer kann sich von euch erinnern an die B-Sprache? Super, wo geht's? Passt. Kennst du die B-Sprache? Nein, ich kenne leider. Ich erkläre es nur ganz kurz. Die B-Sprache ist ganz gleich wie unser Spruch. Nur A, E, I, O und U werden verdoppelt und der B kommt rein. Also statt A sagt man dann verdoppeln und der B rein. Statt A sagt man aber. Und statt E sagt man ebbe, weil man das B rein tut. Statt I sagt man ibi. Statt O, Obo und statt U, Umu. Statt Au, Aubau, statt Ei, Eiboi und statt Eu, Euboi. Das ist alles. Alles andere bleibt gleich. Probieren wir, machen wir ein Beispiel. Was heißt ich in der B-Sprache? In mich. Ja, super eingesagt. Was heißt du in der B-Sprache? Du, Bu. Ja, du, Bu, genau. Das U muss man nur verdoppeln in der B-Sprache. Ja, was heißt mir in der B-Sprache? Mir, Bier. Genau.
Nimm mir gleich zwei Bier. Das ist super Spruch, oder? Aber jetzt machen wir es ein bisschen schwieriger. Wer sitzt denn da unten vor uns in der B-Sprache? Da, Bass. Das? Ja, da, Bass. Publikum. Ja, das Publikum. Da, Bass, Publikum. Was tut das Publikum? Sibizeben. Ja, sitzen, Sibizeben. Was tut's denn noch? Klabatscheben. Klabatscheben, ja, klatschen. Was tut's denn noch? Klabacheben. Ja, lachen, Klabacheben. Was tut's denn noch? Stibinkeben. Stibinkeben. Schwitzenhexen. Schwibizeben. Ja. Stibinkeben. Graubausle bin Stibinkeben. Fui bui. Ja, da verpasst denn. Wie heißen denn wir zwei? Klopoki Bi. Ja. Obotischi Bichobo. Ja, Klopoki. Und wie heißt in der Firmensprache die Vögel? Weißt du? Die Bimbel. Du bist auch Bimbel, Herr. Die Bimbebe. Die Bimbebe. Die Bimbel, ja. Und das war mein ganzer Satz. Ja. Wir schieren stehen. Stebe, heben. Hier. Bibir. Auf. Auf. Einer. Ein Beinebär. Riesen. Ribisebein. Bühne. Bibühnebe. Super. Super, Papa. Ja. Passt. So. Passt. Jetzt kommt's aber hier drauf. Ich hab jetzt kein Bumsi Bier drauf bauen. Ja. Was Gemeinsames? Was Gemeinsames? Was Einfaches? Was Einfaches? Was immer geht? Was ich immer bei Gebet? Und was geht immer? Und was Gebet? Ich bin immer bei. Was geht denn bei dir? Aber ich bin der Bad gebiert. Was sind wir? Ja, was ich bin aber. Da kann nichts passieren. Da kann ich nichts passieren. Was machst du da? Was machst du denn da? Na du! Na bad du Buh! Dich meine ich! Ich bin mein Bad gebiert! Bist du nicht gut? Bist du bei dem Weggeburt? Was ist denn da? Was ich da tue? Ja, übersetzen du es! Tut mir leid! Ja, ich hab nicht gesagt, dass wir was Gemeinsames machen. Ja, hab ich auch gesagt, ich bin bei selbst ein Bame besser, wie das heißt. Ja, kennt ihr mir? Hab ich auch gesagt, ich bin der Badlibier. Ja, weißt schon. Ja, mir jetzt reißt was den Hals und du fragst, was ich da tue. Nicht? Kennt ihr alle der Wintertest da? Der Bär wie Winterbär, der Bär wie Winterbär. Sind Sie mal mit, ist ja wurscht, man sagt. Ja, sind wir gleich zusammen dabei. Wir sagen, im Hals ab, probieren wir es. Und Aba, der Bär, ich bin der Bär, ich bin der Bär. Frühmühl, ich bin so bombe, Bär, ich bin für Berger, Bange, ich bin der Bär, ich bin der Bär, ich bin für Bange, bin der Bär. Aba, der Bär, ich bin der Bär, ich bin der Bär. Super, ja, super, Mensch. Schön, schön, schön mitlaut, die Konsonantik. Jetzt kann man die großen Hits in der B-Sprache singen. Hey Baby zum Beispiel, wie klingt das dann? Hey Baby, hey Baby, Baby, Bikubu, Abba, hey Baby, wo wollen wir los? Ich bin für Bubi, bin mein kleiner Girl. So geht es, ja. Und Sierra Madre kann auch singen. Und der Sänger kommt auf die Bühne und schreit dann. Fei Bayer, Bein, Zei, Bein, auf Ausabar. Diese B-Sprache, die ist so zackig und das ist die Chance für unser Bundesheer. Endlich können wir die alten Bundesheerlieder rausschmeißen. Es zog ein Regiment von Ungarn darauf. Jetzt können wir neue Hits singen in der B-Sprache. Ja, ja. Und einen Hit gibt's, der passt genau fürs Bundesheer. Ja. Von Nick B. Nick B. B. Ja, ja. Ohne die Sterne und die Hunde. Ja, ohne Halt meine Menschen mehr. Bei der Bühne, Bälle, Bett. Obwohl du mir bei Wunsch willst.